Es muss nicht immer WLAN sein. Auch wenn drahtlose Übertragungstechniken heutzutage Standard sind, benötigt jedes professionelle Netzwerk ein entsprechendes Patchkabel. Wer Wert auf eine möglichst stabile, schnelle und störungsfreie Verbindung zwischen Router und Endgeräten legt, bevorzugt die Datenübertragung per Kabel, zum Computerspielen etwa oder dem beruflich bedingten Austausch großer Datenmengen. Hierfür müssen Netzwerkkabel, auch Ethernet oder LAN-Kabel genannt, verlegt und angeschlossen werden. Und zwar die richtigen, denn Ethernet-Kabel mit falscher Spezifikation können leicht zum Flaschenhals einer schnellen Datenübertragung werden. Das erste Produkt auf unserer Liste ist CSL Computer A23334x2 Netzwerkkabel. Das CSL Computer A23334x2 Netzwerkkabel ist mit einer Bandbreite von 250 MHz, MHz, ein Cat 6 Ethernet-Kabel. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde, Mbit/s, eignet es sich zum Einsatz in Gigabit-Netzwerken. Das Kabel verfügt laut Hersteller über eine halogenfreie Isolierung, allerdings ist an anderer Stelle PVC als Material der Ummantelung angegeben. Halogenfreie Isolierungen sind im Falle eines Brandes relevant. PVC enthält das Halogen Chlor und setzt unter Hitzeeinwirkung Chlorwasserstoff frei. Kommt Chlorwasserstoff mit Wasser in Berührung, was bei einem Brand in der Regel der Fall ist, bildet sich gefährliche Salzsäure. Bei halogenfreien Kunststoffen besteht dieses Risiko nicht. Außerdem entwickeln sie im Brandfall weniger Rauch. Das A23334x2 Netzwerkkabel von CSL Computer hat einen runden Querschnitt, ist 5 Meter lang und ist an beiden Enden mit roten, transparenten RJ45 Steckern bestückt und somit sofort einsatzbereit. Die Stecker verfügen über einen Rastnasenschutz und zwischen Stecker und Kabel soll ein Knickschutz einen Kabelbruch verhindern. Die Kontakte sind vergoldet, um die Kupferdrähte im Inneren des Kabels vor Korrosion zu schützen. Der Hersteller gibt eine UTP-Schirmung an, was ein wenig verwirrend ist, da die Bezeichnung auf ein ungeschirmtes Kabel hinweist. UTP steht für Unshielded Twisted Pair, also für ein ungeschirmtes Twisted Pair-Kabel. Das CSL Computer A23334x2 Netzwerkkabel gibt es in zahlreichen Längen zwischen 0,235 Meter. Die kurzen Ausführungen bis zu einer Kabellänge von 0,5 Metern sind als Mehrfachpack erhältlich. Das zweite Produkt ist Amazon Basics Netzwerkkabel. Das Amazon Basics Netzwerkkabel fällt mit einer Bandbreite von 250 MHz und Datenraten von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde, Mbit/s, unter die Kabelkategorie 6 der Leistungsklassen von Netzwerkkabeln. Damit eignet es sich für eine schnelle Kabelverbindung netzwerkfähiger Geräte in einem LAN. Was bedeutet Kategorie im Zusammenhang mit Netzwerkkabeln? Netzwerkkabel werden je nach Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeit in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die verschiedenen Leistungsklassen werden mit Cat 1 bis Cat 8 bezeichnet, wobei die niedrigere Ziffer auf eine niedrigere Bandbreite und eine langsamere Übertragung von Daten hinweist. In unserem Ratgeber erklären wir die Spezifikationen der einzelnen Kategorien im Detail. Das 3 Meter lange, schwarze Kabel ist mit transparenten RJ45 Steckern bestückt. Ein Knickschutz ist vorhanden, ebenso ein Rastnasenschutz. Wer das Kabel öfter vom Port trennen muss, braucht laut Hersteller keine Sorge zu haben, dass die Rastnase Schaden nimmt. Das Innere des Patchkabels ist durch einen robusten PVC-Kabelmantel geschützt. Das HL-Netzwerkkabel von Amazon Basics ist in unterschiedlichen Längen von 0,9 bis 15,24 Metern erhältlich. Für den Aufbau eines Heimnetzwerks reicht ein Kabel in der Regel nicht aus. Wer mehr Ethernet-Kabel braucht, kauft ein Bundle zu 5 oder 24 Stück. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Kabeldirekt 623 Netzwerkkabel. Das Kabeldirekt 623 Netzwerkkabel ist 20 Meter lang und eignet sich zum Überbrücken großer Distanzen in einem kabelgestützten Netzwerk. Leider ist das Kabel trotz seiner stattlichen Kabellänge nicht geschirmt. Jedenfalls gibt der Hersteller bei der Abschirmung UTP an, was für Unshielded Twisted Pair steht und ein ungeschirmtes Twisted Pair Kabel bezeichnet. Wie wichtig ist die Schirmung?
Liegen weitere Kabel jedweder Art in der Nähe des Netzwerkkabels, können sie für eine störende Übertragung sorgen und die Qualität der Übertragung kann leiden. Ungeschirmte Kabel sollten nicht länger als 10 Meter sein, um die Einbußen der Qualität bei der Übertragung in Grenzen zu halten. Das 623 Netzwerkkabel von Kabel Direkt fällt unter die Kategorie Cat 6, da die Bandbreite ist mit 250 MHz angegeben, die maximale Übertragungsgeschwindigkeit mit 1000 Megabit pro Sekunde. Somit eignet sich das Kabel zum Einsatz in einem Gigabit-Netzwerk. Die RJ45 Stecker dieses Modells sind blau und transparent. Das gleiche Kabel gibt es alternativ mit einem silbernen, nicht transparenten Western-Stecker. Verschiedene Längen von 0,5 bis zu 30 Metern können bestellt werden. Wer mehr als ein Kabel benötigt, entscheidet sich für eines der Mehrfachpacks mit 5 bis 10 LAN-Kabeln der gleichen Länge. Laut Hersteller kann das Kabel mit PoE-Geräten verbunden werden und diese über die Netzwerkzentrale, etwa den Router, mit Strom versorgen. Praktisch ist dieses Feature, wenn Steckdosen in der Nähe des Endgeräts knapp sind. Kabel Direkt gewährt eine Herstellergarantie für die Dauer von 36 Monaten auf seine Netzwerkkabel. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine zweijährige Gewährleistung. Der nächste Produkt ist HB Digital Netzwerkkabel. Das HB Digital Netzwerkkabel ist ein Verlegekabel. Es eignet sich aufgrund seiner Kabellänge von 50 Metern zum Aufbau einer Netzwerkarchitektur in einem neuen Gebäude. Weitere Längen bis 500 Meter sind möglich. Zur Auswahl stehen die Farben Gelb und Orange. Wer möchte, bekommt das Kabel auf der Rolle zur besseren Handhabung beim Verlegen. Als Verlegeversion hat das Netzwerkkabel von HB Digital keine Stecker, die müssen vor Inbetriebnahme selbst montiert werden. Da das LAN-Kabel in die Kategorie Cat 7 eingeordnet ist, empfiehlt sich die Verwendung von GG45-Anschlüssen. Allerdings weist der Hersteller darauf hin, dass Verlegekabel nur an spezielle RJ45-Stecker angeschlossen werden. Nähere Angaben, welche Stecker gemeint sind, fehlen leider. Cat7-Kabel haben eine Bandbreite von 600 MHz und eine Durchsatzrate von bis zu 10.000 Megabit pro Sekunde. Bei den üblicherweise verwendeten RJ45-Steckern liegen die Kontakte zu eng für eine solch hohe Bandbreite. Das Netzwerkkabel könnte mit diesen Steckern seine hohe Betriebsfrequenz nicht erreichen. Der an die Produktvorstellung anschließende Ratgeber geht ausführlicher auf das Thema Steckeranschlüsse ein. Das LAN-Kabel ermöglicht Power over Ethernet, angeschlossene Geräte können also über den Router mit Strom versorgt werden und benötigen keine eigene Stromquelle. Es handelt sich um ein Twisted-Pair-Kabel, die 8 Aderpaare sind also paarweise verdrillt. Das HB Digital Netzwerkkabel verfügt als FTP-Kabel über eine gute Schirmung. Die Adern aus Stahlkupfer sind paarweise mit Alufolie umwickelt. Zusätzlich dient ein verzinntes Kupfergeflecht zur Gesamtschirmung. Der nächste Produkt in unserer Liste ist CSL Computer 22.303.609.722 Netzwerkkabel HB Digital Netzwerkkabel. Bei dem CSL Computer 722.303.609.722 Netzwerkkabel handelt es sich um ein 5 Meter langes Patchkabel, das mit zwei RJ45-Steckern an den Enden bestückt ist. Hinter den silberfarbenen Steckern mit Rastnasenschutz schützt laut Hersteller eine Knickschutztülle vor Kabelbruch am empfindlichen Übergang vom Kabel zum Stecker. Als Cat7-Kabel kommt das Netzwerkkabel von CSL Computer auf eine Bandbreite von 600 MHz und erlaubt eine Datenweitergabe mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10.000 Megabit pro Sekunde. Der Hersteller gibt für das Ethernet-Kabel eine SFTP-Schirmung an. Die verdrillten Aderpaare sind also paarweise foliengeschirmt, ein Drahtgeflecht dient der Gesamtschirmung des Kabels. Die Innenleiter bestehen aus OFC-Kupfer. Was bedeutet OFC-Kupfer? OFC ist eine Materialbezeichnung und steht für Oxygen Free Copper, womit reines Kupfer mit einer Reinheit von 99,99% gemeint ist. Daneben gibt es sogenannte CCA-Leiter. CCA ist die Abkürzung für Copper Clad Aluminum, was mit kupferkaschiertes Aluminium übersetzt werden kann. Es handelt sich dabei um Aluminiumdrähte, die nur mit Kupfer als Leitermaterial beschichtet sind.
UFC-Leiter sind qualitativ hochwertiger als CCA, dafür sind CCA-Leiter deutlich günstiger. Die Kontakte sind vergoldet, was Korrosion verhindern soll. Die Vergoldung sorgt laut Hersteller für dauerhaft guten Kontakt und somit für einen geringen Übertragungswiderstand. Die Isolierung ist halogenfrei. Das Netzwerkkabel von CSL-Computer ist zusätzlich durch eine Stoffummantelung geschützt. Ein Textilgeflecht bietet nicht nur zusätzlichen Schutz vor Abrieb. Textilummantelte Kabel zeichnen sich auch durch eine hohe Flexibilität aus. Der nächste Produkt in unserer Liste ist OneAttack 89693 Netzwerkkabel. Bei dem OneAttack 89693 Netzwerkkabel handelt es sich um ein Cat 6 Patch Kabel, genauer gesagt um 5 Kabel, denn die LAN-Kabel kommen im 5er-Pack. Es ist auf eine Bandbreite von 250 MHz, MHz, ausgelegt. Möglich ist ein Datenfluss von bis zu 10.000 Gigabit pro Sekunde, Gbit/s, das Kabel eignet sich somit für den Einsatz in einem Gigabit-Netzwerk. Was ist ein Gigabit-Netzwerk? Sind in einem Netzwerk Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde, Mbit/s, möglich, handelt es sich um ein Gigabit-Netzwerk. Die langsamere Variante wird fast Ethernet-LAN genannt. Hier werden nur Übertragungsraten von maximal 100 Megabit pro Sekunde, Mbit/s, erreicht. Die Schirmung ist vom Hersteller mittels FTP angegeben, was auf eine Gesamtschirmung aus Drahtgeflecht und eine paarweise Schirmung der Leitungen mit Folie hinweist. Die Kontakte der RJ45-Stecker sind vergoldet, sodass laut Hersteller Korrosion die Übertragung nicht ausbremsen kann. Die 89693 Netzwerkkabel von OneAttack verfügen über einen angespritzten Knickschutz. Die Stecker sind mit einem Rastnasenschutz versehen, allerdings nicht mit einer Kappe, die Rastnase wird durch seitliche Erhebungen etwas geschützt. Das von uns vorgestellte Kabel hat eine Länge von 1 Meter. Die Auswahl an verschiedenen Längen ist groß. Möglich sind Ausführungen von 0,25 Metern bis 50 Meter. Wer keine 5 Kabel benötigt, kann die LAN-Kabel einzeln bestellen. Der Hersteller bietet seine Kabel in vielen Farben an. Insgesamt 10 Farben stehen zur Auswahl, darunter knallige Ausführungen wie etwa Magenta oder Grün. Unterschiedliche Kabelfarben für verschiedene Endgeräte erleichtern den Aufbau eines Netzwerks. Der nächste Produkt ist Ugreen 11260 Netzwerkkabel. Das hier vorgestellte Ugreen 11260 Netzwerkkabel hat eine Länge von 1 Meter, ist aber auch in Längen bis zu 20 Metern erhältlich. Bei diesem Ethernet-Kabel handelt es sich um ein Cat 7-Kabel nach dem sogenannten 10-Base-T-Standard. Was bedeutet 10-Base-T-Standard? 10-Base-T ist eine offizielle Abkürzung für einen Übertragungsstandard. Die Zahl steht für die Übertragungsgeschwindigkeit. In diesem Fall bedeutet die 10 eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde, Gbit/s. Base verweist auf die Basisbandzeinalisierung Ethernet und das T steht für Twisted Pair, also für paarweise verdrillte Kabel. Beispielsweise würde die Bezeichnung 100 Base T auf eine Datenrate von 100 Gigabit pro Sekunde hinweisen, also auf einen Fast-Ethernet-Standard. Als Ethernet-Kabel der Kategorie Cat 7 hat das 11260 Netzwerkkabel von Ugreen eine Datenrate von bis zu 10.000 Megabit pro Sekunde. Die Bandbreite liegt bei 600 MHz. Die einzelnen Aderpaare sind mit Alufolie geschirmt. Laut Hersteller gibt es einen zusätzlichen Gesamtschirm. Knickschutz und Rastnasenschutz sind vorhanden. Bei dem Ugreen 11260 Netzwerkkabel handelt es sich um ein Flachbandkabel. Eine Verlegung unter Türen oder Teppichen ist damit einfacher umzusetzen als mit einem Rundkabel. Zudem sind Flachbandkabel deutlich flexibler und lassen sich leichter um Ecken führen. Der nächste Produkt ist CSL Computer B07GC1J9QM Netzwerkkabel Ugreen 11260 Netzwerkkabel. Das CSL Computer B07GC1J9QM Netzwerkkabel ist ein Flachbandkabel. Diese Art Netzwerkkabel sind gut geeignet, wenn die Kabelführung unter Türen oder Teppichen erfolgen soll. Flachbandkabel zeichnen sich zudem durch hohe Flexibilität aus.
Das Cat7-Kabel überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10.000 Megabit pro Sekunde, die Bandbreite liegt bei 600 MHz, MHz. Was sagt die Bandbreite aus? Die Bandbreite gibt Aufschluss über die Betriebsfrequenzen, mit der ein Kabel arbeitet und Daten weiterleitet. Die Bandbreite ergibt sich aus der Differenz der höchsten und der niedrigsten dieser Betriebsfrequenzen. Die physikalische Einheit für die Bandbreite ist Hertz. Eine hohe Bandbreite ermöglicht einen hohen Datendurchsatz. Im Ratgeber im Anschluss an die Produktvorstellungen werden der Begriff Bandbreite sowie andere Fachwörter und Abkürzungen erklärt, die im Zusammenhang mit Netzwerken häufig auftauchen. Das B07GC1J9QM-Netzwerkkabel von CSL Computer ist an beiden Enden mit RJ45-Steckern bestückt. Eine angespritzte Knickschutztülle schützt laut Hersteller vor Abknicken am Übergang vom Kabel zum Stecker. Die Stecker sind mit Rastnasenschutz ausgestattet. Das Flachbandkabel ist in vielen Längen erhältlich. Kurze Strecken können mit einem Kabel von 0,25, 0,5 oder einem Meter Länge überwunden werden. Liegen größere Distanzen zwischen Quell- und Zielgerät, erfüllt das Netzwerkkabel mit Längen bis zu 30 Metern seinen Zweck. Jede Länge steht in den Farben Schwarz und Weiß zur Auswahl. Der nächste Produkt in unserer Liste ist der Lacon MK1986 Netzwerkkabel. Bei dem Lacon MK1986 Netzwerkkabel handelt es sich um ein Patchkabel der Kategorie Cat6. Die Geschwindigkeit der Übertragung beträgt maximal 1000 Megabit pro Sekunde bei einer Bandbreite von 250 MHz. Die RJ45-Stecker sind silberfarben, die Spitzen sind rottransparent, sodass die Kontakte sichtbar sind. Die Anschlüsse verfügen über einen Rastnasenschutz in Form zweier Erhebungen an den Seiten der Stecker. Ein Knickschutz ist ebenfalls vorhanden. Wie wichtig ist ein Knickschutz? Im handelsüblichen Kabel liegen die dünnen Kupferleiter geschützt, ebenso im Stecker. Der Übergang zwischen Kabel und Stecker ist eine heikle Stelle, da hier die dünnen Drähte leicht brechen können. Die Folge wäre entweder ein Wackelkontakt, also keine stabile Netzwerkverbindung, oder ein Aderpaar fällt für die Datenübertragung ganz aus. Ein Knickschutz verhindert die Beschädigung durch Zug an der Übergangsstelle. Das MK1986 Netzwerkkabel von Lacon hat eine SFTP-Schirmung. Die Aderpaare sind foliengeschirmt, ein Drahtgeflecht bildet die Gesamtschirmung. Wer anhand der Kabelfarbe erkennen möchte, an welchem Port welches Endgerät angeschlossen ist, profitiert von der großen Farbauswahl. Das Kabel ist in 10 Farben und in 14 Längen zwischen 0,255 Meter von der Netzwerkdose zum Endgerät erhältlich. Materialklasse LSZH, der Kabelmantel des Lacon MK1986 Netzwerkkabels erfüllt die Materialklasse LSZH. Diese Abkürzung steht für Low Smoke Zero Halogen. Das Material ist halogenfrei und entwickelt wenig Rauch, wenn es hohen Temperaturen oder Flammen ausgesetzt ist. Andere Abkürzungen für die gleiche Materialklasse sind LS0H, LSOH, LSHF oder LSNH. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.